werd so sterben gegen Woodman und so. Aber richtig, richtig sterben. Also Buster Orny, Woodman. Für Leute, die das in First Try schaffen, Glückwunsch. Ich würde das nicht schaffen. Ich würde es auf jeden Fall nicht schaffen. Egal. Woodman Stage. Eine sehr schöne Stage mit Fledermäuse im Wald. Gibt es überhaupt Fledermäuse im Wald? Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht so danach aus. Und Hasen. Oh, Hasen. Ach, ich hasse dich. Nice shot, ey. Muss man ganz gerne sagen. Wenn das jetzt ein Perfect Run wäre, ich hätte sofort aufgehört. Oh ja. Sehr schön. Ich lasse mich von jedem treffen. Woodman Stage ist für. Ich sag mal so, für Leute, die auf Easy Mode spielen, einer der einfachen Bosse überhaupt. In Hard Modus ist er wirklich ein bisschen schwieriger, weil er ein bisschen der länger, was ist er, länger aushält. Ja, lange, ja doch, unverwundbar Zeit und, ja, auf jeden Fall steckt er mehr Schaden an. Wir haben jetzt hier Kerberos, oder irgendwas in der Art, Höllenhund. Für mich ist das ein Kerberos. Ja, es fehlt zwei Köpfe, ich weiß. Aber das war schön. Kein Hit gekriegt. Das Problem ist, dieses Sprite Limitation da, dieses Rumflackern. Kann sich manchmal wirklich nicht sehen, wie weit das noch ist oder so. Das wird mir in einigen Stages, wie in der Bubble Man Stage, zu Verhängnis manchmal. Und hier wunderbar durchgeglitscht halt. Ah, ja, glitschen durch die Wand. So. Boah, da werde ich noch getroffen, wirklich. Dummer Hund. Wirklich sehr, sehr dumm. Ich muss jetzt unbedingt ein bisschen Leben farmen. Ein bisschen ist gut. Weil Woodman. Der Kampf ist schwierig. Also ich werde auf jeden Fall ein paar Mal sterben. Es ist ein Buster Onian, aber mit Sterben. Also von daher ist es eigentlich so gesehen in Ordnung. Liegt daran, dass ich auch gleich sofort, wenn ich aufnehme, nicht vorher anteste, einfach mal blind, was heißt ja blind, einfach auf gutes Glück hoffen und dann hat man das alles. Ja, ich weiß nicht, irgendwie kann ich die ganze Woche irgendwie nicht reden, deswegen gibt es halt ein bisschen weniger irgendwas. Ich habe keine Ahnung, warum es vielleicht, keine Ahnung. Was darf im Urwald nicht fehlen? Richtig. Affen. Und was darf im Urwald auch nicht fehlen? Oh, hast mich drum. Ja, Vögel. Typisch. Oh, ich hasse die. Aber sie bringen mir gute Energie wieder. Also von daher. Ja, Sprite Limitation. Hab man voll gesehen. Da habe ich meine Energie wieder. Ja, Waffenenergie brauche ich nicht. Das ist nur touchy. Außer bei einem Boss muss ich die Crash Bomber benutzen. So wie der Sprite Limitation, was soll die Scheiße da? Meine Güte, gib mir doch das große Energie. Los. Oh ja, viel kleine Energie und plus One-Up, das ist sehr schön. Wie gesagt, der kann man wunderbar Leben farmen. Bei hier, bei diesem Vögel hier. Für die TPs. Und ich werde so oft sterben hier. Also es gibt nicht anders. Bei Bobberman glaube ich eher, dass ich einmal sterben werde. Aber sonst glaube ich, ist es auch eher easy going bei The Bobberman State. The Bobberman State. Okay. Oh mein Gott, ich habe gespoilert, was der zweite Boss sein könnte. Okay. Ich höre ja meine Videos ja kürzer halten für die Leute. Einmal viel voll, einmal zu leckeren Hasen da. Wegblasen. Basta. Hier gibt es auch schöne Taktiken, wie man den Hasen da hier überspringen kann. Einmal so rüberspringen mit warten. Man muss ein bisschen an sich glauben und dann geht es. Genauso wie hier. Wartet man dann seine drei Karotten, müsste jetzt und dann springst du einmal rüber. Mehr ist es nicht zu tun. Sehr schnell. Hier ist einfach gegen die Vögel da oder Strauße da. Dagegen zu rennen, die springen einfach über dir. Und ja, ich will einfach Schokobos dazu sagen, aber es sind keine Schokobos. Der Albtraum. Komm, vier Versuche oder so. Ja, Woodman. Und Sprite Limitation, man sieht das tierisch an den Flackern.
Ich habe keine Ahnung, aber manchmal berühren mich die Blätter hier, die runterfallen einfach mal. Keine Ahnung warum. Oh, ich sterb gleich. Guck mal, ich habe Hälfte schon mal down und weg. Weil ich nicht gesprungen bin. Dieses Epic Dodging Manöver, das kann ich nicht. Da großes Respekt an Raw Mithril, großes Respekt, ich kann das nicht. Der hat sogar in Mega Man 3 das so geschafft, ey. Der Glücksfilz. Hier, das meinte ich, das mit dem Treffen hier. Das ist so unlogisch. Ja, komm, Gleichstand. Ah, meine Güte. Seite wechseln. Viel zu früh Seite gewechselt. Ja, ich bin nicht gesprungen. Oh, oh, jetzt richtig springen. Nein, oh, das hat mich, der Pixel hat mich erwischt. Nein. Nein. Geht ja gar nicht hier. In Easy Mode wäre er jetzt schon weg gewesen. Ganz ehrlich. Und dann merkt man schon, dass es hier Hard Modus ist. Spätestens bei Woodman. Hier werde ich wieder getroffen, es gibt's doch nicht. Oh nein. Oh nee, ich schaffe nicht. Jetzt noch Epic Dodge Manöver. Jetzt. Und. Oh, ist ein bisschen zu spät gesprungen. Na gut. Wie viel Leben habe ich denn noch? Oh, zwei. Ich habe genug One-Ups gesammelt. Okay. Da ich nicht nein dazu. So, jetzt aber. Woodman. Auf geht's. Oh. Ja, irgendwie finde ich hier da unten stehen irgendwie besser. Ja, oder auch nicht. Aber egal. Finde ich mir jetzt einen Hit voraus. Oh mein Gott, ey. Jetzt stirb mal bitte. Woodman, stirb. Danke sehr. Ein Hit noch, ein Energiebalken. Danke sehr. Und das Blatt lebt noch. Oh Gott, ey. Eine Stage zum Vergessen. Wenn ich überlege, dass ich nochmal gegen ihn antreten muss in der Boss Rush Challenge. Aber da werde ich, glaube ich, eher... Habe ich mehr Platz da, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da werde ich auf jeden Fall einmal gegen übergehen vorher. Weil ich brauche die Crash Bomber. Um diesen einen Glitch da zu machen. Hallo Bubble Man. Ja, zweite Limitation sieht man auch hier schon ein bisschen Wasserfall. Aber es gibt einen Trick. Man sollte einen Frosch am Leben behalten. Somit kann er eher den anderen Frosch dann gleich, was er gleich nochmal kommt, nicht spawnen. Solange ein Frosch auf dem Feld ist, ein kleiner Frosch. Ja. Ich dachte, ich hätte ihn besiegt. Na gut, egal. So, sollte ich halt nicht einfach eine Länge ziehen. Na gut, oh. Ich möchte noch einen Perfect Run machen. Und das ist die erste Wildy Stage. Da, das will ich ganz gerne machen. So. Ja, jetzt bist du besiegt, ey. Bestimmt so ein Hit oder so gefehlt. Oh ja, ich renne auch in die Frische rein. Das gibt's ja gar nicht, ey. Gib mir hier Fischfutter. Hier Plattformen, die runterfallen. Sehr schön. Und ich hab versucht hier, keine Ahnung. Ich habe versucht da irgendwie schnell durchgekommen. Und ich werd gehatet, ey. Das gibt's ja nicht, ey. Muss nur irgendwie Spawnpunkte hier mal drauf achten. Aufpassen. Was gibt's im Wasser? Richtig. Wieder solche Muscheln. Aber na gut, egal. Die treffen mich immer jedes Mal. Das ist sehr schön. Weil ich einfach nichts daraus lerne. Und Mega Man ist halt einfach so ein Trial-Error-Prinzip einfach. Wir haben hier Scrims hier. Schöne Fische. Laserantrieb. Oder Raketenantrieb. Nicht kein Laserantrieb, aber egal. Oh, Leben, 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 Leben. Egal, wenn ich gehittet werde. Glaubt mir eh nur zwei Energiebalken oder so. Man muss mal über diesen großen Fisch einfach in die Laterne reinschießen und dann ist er auch schon besiegt. Wenn man irgendwie hinbekommt oder hinkommt. In der Gemini Stage ist es ein bisschen einfacher. So, weg hier. Was kennen wir nach oben sind Death Spikes und Metroid oder irgendwas an der Art von Metroid. Keine Ahnung, ich habe Metroid auch nie gespielt, aber ich kenne das Spiel. Hammer nice.
Vielleicht im Fass auf den Sieg muss man ein bisschen aufpassen, wie man springen tut. Und das war ganz knapp. Und hier nochmal. Vorsicht. Aber die Musik ist so geil bei der Bubble Man Stage. Bei Mega Man kannst du sagen, Mega Man hat einfach die geilste Musik gehabt in ES-Zeiten. Das muss man halt einfach so mal so sagen. Okay, ich habe Mega Man 3 war das nicht so gute Musik, aber bei Mega Man 2 kann man ruhig sagen, oh, war das awesome. So, noch ein bisschen aufpassen hier. Ja. Auch sogar die kleinen Frische haben sogar Wasserphysik. Das ist sehr nice zu sehen. Mal gucken, aber wir haben es gleich geschafft. Nach diesem einen Frosch und so einem kleinen Abschnitt, dann sind wir schon bei der Bubble Man angelangt. Na komm. Ich finde es noch einmal nice, wenn man hier so ein bisschen rumbacken kann. Und das war's. Schön. Jetzt kommen nur noch Kram runter. Und die spawnen random. Ja. Wie gesagt, random. Ich laufe einfach mal weiter. Keine Lust mit Kramfutter zu enden, noch hier runter zu stürzen und die Hälfte der Ebene nochmal zu machen. So, Bubble Man Stays. Was er eigentlich, was man drauf aufpassen muss, ist Wasserphysik und die Death Spike da oben. Kennt man von Mega Man Unlimited oder so ein bisschen. Und man muss hier versuchen, die Schüsse auszuweichen. Ich war nicht schnell genug unten gewesen. Und ich bin auch zu doof zum Ausweichen. Irgendwie generell bin ich irgendwie zu doof zu spielen momentan. Aber egal. Aber er verliert da viel HP, also das ist durch den Buster. Irgendwie kann das sein, dass er so ein bisschen ein Pattern hat. Also Pattern hat er auf jeden Fall. Aber je nachdem, wie ich glaube eher, ich muss ihn so ein bisschen ablenken. Also meine Richtungswechsel und so. Ich sollte wirklich nicht so nahe an ihm dran stehen. Abstand, Schüsse sehen. Ich habe den Schuss nicht gesehen, weil dieses Spite Limitation, dieses Flackern im Weg war. Ja gut, einmal fünfmal gestorben, glaube ich, ne? Ah, es ist nervig, ey. Es ist, kann man so nicht zeigen, ey. Ah, be get equipped with Bubble Lead. So gute Fähigkeit. Gut, nächste Stage. Heatman oder Quickman. Beide sind schwierig. Bis dahin.